Wenn euer Trockner nicht startet und dreimal blinkt, dann liegt es höchstwahrscheinlich am Türschalter. Habt ihr ein ähnliches Problem? Dann bleibt dran. Starten wir das Ganze mal. Und jetzt wackeln wir mal an der Tür. Man sieht, da ist das Problem. Auch unterm Laufen kann der Trockner dann stoppen. Und jetzt starten wir sofort mit der Reparatur. Als erstes den Deckel entfernen, dazu die Schublade öffnen und die eine Schraube rausdrehen. Dann von hinten die beiden anderen Schrauben rausdrehen. Den Deckel entfernen. Den Schubladen entfernen und die drei Schrauben oben an der Bedienblende entfernen. Danach noch die zwei Schrauben vorne, links und rechts vom Schubladen entfernen. Und schon kann man den Türschalter ausbauen. Dieser wird mittels dieser zwei Nasen gehalten. Links und rechts zeige ich das hier. Stecker abmachen. Und an den neuen Türschalter anbringen. Und das Ganze wieder verbauen. Das war's eigentlich schon. Dann alles wieder hübsch zusammenbauen und auf Funktion testen. Wie man sehen kann, schaltet der Schalter jetzt wie er soll und nicht voreilig aus. Dann wird die Frontblende wieder montiert. Und die fünf Schrauben an der Blende wieder montiert. Zumindest hatte ich es vor. Und weil es so schön war, nachdem ich dann die Seitenwand geöffnet habe, um mein Bit wiederzufinden, konnte ich meinen Zusammenbau fortsetzen. Da sieht man die letzten Schrauben, die ich montiere. Dann natürlich wieder den Deckel montieren mit zwei Schrauben hinten und einer Schraube vorne. Dann nur noch den Schubladen einsetzen und das war's schon. Kleiner Beweis. Bit wurde aus Trockner entfernt. Dann natürlich das Gerät noch auf Funktion testen. Schön an der Tür rütteln, ob er auch brav weiterläuft. Dann kann man natürlich noch öfter Tür schließen und öffnen. Also öffnen, schließen, Start, um zu schauen, ob alles funktioniert. Danke fürs Anschauen und einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.